Heute möchten wir das Castello della Glorieta besichtigen. Doch vorher besuchen wir einige Dörfer in der Umgebung und erfahren dabei, wie die Menschen abseits der Städte wohnen. Der Heilige von das Dorf. Das besichtigte Dorf ist nur über den Fluss erreichbar. Wir erreichen jetzt eine eklektische Burg aus dem späten 19. Jahrhundert. Das Schloss thront neben einer Militärakademie und dorthin müssen wir den Checkpoint der Akademie auf dem Weg zur Burg passieren. Im Jahr 1893 begannen die Arbeiten am La Glorieta Castle. La Glorieta Castle wurde von einem italienischen und britischen Architekten entworfen und 1897 fertiggestellt. Dieser Palast gehört zu den seltsamsten Bauten Boliviens. Das gesamte Gebäude hat einen märchenhaften Charakter. Zu sehen sind Marmorkamine, kunstvoll verzierte Decken und monogrammierte Fenster. Seine Besitzer Francisco Argandoña und Clotilde Urioste erhielten am 28. Dezember 1898 von Papst Leon VIII. Den Ehrentitel, der sie durch einen offiziellen päpstlichen Bullen zu Prinz und Prinzessin von La Glorieta erklärte. So wurden sie zum alleinigen Königshaus in Boliviens Geschichte. Don Francisco war ein sehr wohlhabender Mann. Er und seine Frau verliebten sich in viele architektonische Stile und Designs, die sie während ihrer zahlreichen Reisen im Ausland entdeckten. Hier gibt es sogar florentinische, französische und holländische Einflüsse in der Architektur. Dieses monumentale Schloss hat drei Türme. Der Turm des Fürsten ist 40 Meter hoch und hat eine russische, byzantinische Kuppel, die über 108 Stufen bestiegen werden kann. Der Turm der Prinzessin ist im arabischen Stil erbaut und erhebt sich auf fast 30 Meter. Der dritte Turm ist eine Kopie des Londoner Big Ben im englischen Stil, der 25 Meter über die glorierte Kapelle ragt. In Gärten, in denen man einst beisammen war, stehen verschiedene Brunnen und Monumente. Dem Prinzen und der Prinzessin blieb ihr Kinderwunsch versagt. Also bauten sie ein Waisenhaus auf der anderen Seite des Flusses, wo angeblich über 100 Kinder betreut wurden.
Sie adoptierten schließlich 60 Kinder. La Glorieta erklärte man 1970 zum Nationaldenkmal.